Der Weihnachtsmarkt am Offers in Velbert-Mitte ist eröffnet. Für alle Besucherinnen und Besucher gilt die 2G-Regel. Zutritt haben also nur Geimpfte und Genesene. In den insgesamt 16 Verkaufshütten gibt es alles, was das Weihnachtsmarktherz begehrt. Außerdem gibt es 5 Bürgerhütten mit Sitzmöglichkeiten und einen Pavillon. Uns fällt natürlich ein Stein vom Herzen, dass wir jetzt endlich mit dem Weihnachtsmarkt starten können. Alle Buden sind besetzt, die Technik läuft. Das ist ja auch immer so ein bisschen wackelig, ob das alles so funktioniert, wie man es geplant hat. Aber alles läuft stabil, die Leute sind zufrieden. Und ja, wir warten jetzt auf die Besucher. Neben den klassischen weihnachtlichen Getränken und Speisen gibt es ein buntes Programm mit Live-Musik und unter anderem einem Marionettentheater. Zum Auftakt ging es sogar heiß her mit einer Feuershow. Der Weihnachtsmarkt findet am 2. und 3. Adventswochenende statt. Am 3. Adventssonntag wird es zudem einen verkaufsoffenen Sonntag geben.